Gimme that Bro 5. Hier ist wieder Corentos und ich sage Welcome back to Dishonored. So, ich fange jetzt hier mal an und wir werden gleich noch Gelegenheit haben zu reden. Corvo, aufwachen! Hä? Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Okay. Du kannst gern hierbleiben, wenn du willst. Emily, geh wieder auf dein Zimmer. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Nö, sie kann hierbleiben. Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich das eh schon vermutet habe, weil wir Vertrauenspersonen sind. Deshalb. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Alles klar. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Das ist schön. Armes Mädchen, hast viel durchgemacht. Schlechte Nachricht. Ich habe eben schon mal eine Aufnahmesession gemacht. Und die war sogar relativ lang. Und dann ist mir aufgefallen, dass etwas mit der Aufnahme nicht stimmte. Ich bin gerade ein bisschen paranoid, deshalb gucke ich immer hier runter und gucke, ob eigentlich jetzt gerade alles damit stimmt. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ach, guck mal. Daddy. Emilys Zeichnung von Corvo. Okay. Corvo, hier ist ein Bild, das ich von dir gemalt habe. Ohne deine gruselige Maske. Süß. Sie hat Daddy dazu geschrieben. Wir sind so ein bisschen Vaterersatz für sie. Ich habe sogar relativ lang, ich war sogar schon in der nächsten Mission und dann ist mir halt aufgefallen, es lief alles nicht so gut, aber ich werde alles nochmal genauso machen, wie ich es in der ersten Mission gemacht habe, also in der ersten Aufnahme. Erstmal ganz kurz, ich habe 3 Monate keinen Dishonored mehr aufgenommen, ich bin komplett raus, also ich habe mich eben wieder ein bisschen eingespielt, dadurch, dass ich es halt einmal verkackt habe, aber mit der Aufnahme, aber ich werde jetzt einfach, wunder dich nicht, dass ich jetzt schon ganz viel weiß. Hier, die Stimme der Pendletons, lese ich kurz vor. Es wird keinen Skip geben. Wenn du überspringen willst, dann benutzt deine Tastatur. Dann, also wenn du auf dem Computer bist, dann benutzt deine Tastatur. Da kannst du mit den Pfeiltasten immer 5 Sekunden vorspringen. Wenn du auf dem Handy bist, ich weiß nicht, wie es beim iPhone ist, aber bei meinem Android ist es zumindest so, wenn du im Bild auf der rechten Seite einen Doppeltipper machst, also wie so ein Doppelklick auf die Seite, dann springst du 10 Sekunden nach vorne. Also falls du es nicht hören willst, wie ich es vorlese, dann überspring einfach. Müssen wir in Zukunft so machen, ich erkläre gleich warum. So, Havelock. Sir, gut gemacht. Der Lord Regent ist ob der neuesten Abstimmung im Parlament außer sich. Er hatte mit der Unterstützung der Familie Pendleton und mit wenig Widerstand gerechnet. Genau wie sie es vorher gesagt haben, hat er durch den Verlust der Stimmen der Pendletons starken Gegenwind bekommen. Und weil der Verteidigungshaushalt des Lord Regenten ebenfalls nicht ratifiziert wurde, ist er finanziell äußerst verzweifelt. Es scheint, dass das meiste Geld, mit dem er die Stadtwache am Laufen hält, von einem engen Verbündeten kommt. Wir vermuten, es ist eine mächtige Edelfrau, die vielleicht sogar seine Geliebte ist. Ich versuche, mehr Informationen zu beschaffen. Wir wissen ja, wenn die Wache nicht mit Geld und Elixier bezahlt wird, ist ihre Loyalität schnell dahin. Ihr gut informierter Freund. Ja, YouTube hat mittlerweile leider die Funktion abgeschafft, mit der ich die Skips früher eingebaut habe, nämlich die Anmerkungen innerhalb der Videos. Mittlerweile gibt es nur solche vorgefertigten... Moment. Ich weiß, wie das aussieht. Ich erfinde ein neues Schloss. Die Stifte sehen aus wie Schneeflocken. Natürlich gibt es kein Schneeflockenschloss. Ich habe nur geschaut. Durch das Schloss. Schön, dass du es zugibst. Sie sollten hier lieber niemandem hinterher spionieren, Piero. Wen Sie sich beim Baden ansehen, kümmert mich nicht. Das habe ich auch beim letzten Mal genommen, weil es interessiert uns halt wirklich nicht. Verstehe. Nun, ich verstehe bereits alles, was Sie denken. Ich bin ein geborener Philosoph, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch ein Gentleman bin. Zumindest versuche ich mein Bestes. Klappt halt nicht immer. Pass mal auf, Piero, ich zeig dir mal, wie das geht. Ich weiß nämlich schon, wie es geht. Hallo. Können Sie nicht sehen, dass ich ein Bad nehmen will? Entschuldigen Sie, Callista, ich wollte nicht stören. Vielleicht sehen Sie sich nach Gesellschaft. Das habe ich auch beim letzten Mal genommen. Corvo, unter anderen Umständen würden mir Ihre Annäherungsversuche sicher schmeicheln. Aber Ratten, Seuche und Tyrannei können einem die Laune verderben. Oh, schade. Das passiert irgendwie immer, wenn ich bei Frauen ins Bad reinplatze und sie und ihnen
vorschlage, mit reinzukommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Naja, passiert auch nicht so oft. So, wie gesagt, keine Skips mehr, weil es halt abgeschafft wurde. Und auch keine Augeneffekte mehr. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch einmal gemacht habe. Ich glaube, Sokolov ist aufgewacht. Der Admiral ist bei ihm. Sie werden sicher anfangen, sobald sie dazukommen. Okay. Gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal einen Augeneffekt gemacht habe, aber diese Augeneffekte fressen halt wirklich immer so viel Zeit und ich möchte wirklich nicht, dass du in Zukunft wegen dem Augeneffekt ein paar Monate auf die nächste Folge warten musst. Das muss einfach nicht sein. Und das ist halt... Ja, mit zwei Projekten dauert es halt. Hoffentlich kooperiert Sokolov. Ich hoffe, er würde noch einmal mein Porträt malen. Dann nur mich. Ups. Es ist mir bei der letzten Aufnahmesession aufgefallen, dass wir jetzt hier hochkommen können, wenn ich es mal nicht immer verkacken würde. Achso. Ach Gott. Das letzte Mal hat es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, was jetzt gerade los ist. Es ist auch nicht mal irgendwie was wirklich Wichtiges, was hier oben ist. Aber ich will es nicht liegen lassen. Mann, ey. Weißt du was, dann machen wir es anders. Ich bin nicht dagegen, Infernito. So einfach kann das sein. So. Dieses Kabelwerkzeug wollte ich nämlich nicht liegen lassen. Pass auf, die Augeneffekte sind zwar cool und ich mache sie super gerne, aber... Also jetzt beim Intro, aber... Und ich habe in meinem ersten... Ich mache erstmal hier weiter und dann reden wir. Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. So ist es. Ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches. Ich glaube, Corvo hat mit dem Tod der Kaiserin nichts zu tun. Der Meisterspion, oder der Lordregent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs. Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lordregenten. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es nicht schaffe, Sokolov, dann vielleicht diese Ratten. Selbst ohne die Seuche im Blut habe ich gehört, dass Ratten ein Kind in einer halben Minute bis auf die Knochen abnagen. Und Schlimmeres, wie lange bevor Sie reden? Bis Sie betteln zu reden? Ratten? Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral? Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lordregenten gemalt. Der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lordregenten über die Stadt und wir wollen Ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral, ich kann Ihnen nicht helfen. So, dann reden wir mal mit ihm. Sie sind Teil dieser Unruhen, doch ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie, meine Willenskraft ist legendär. Ist das so? Mal sehen, ob die Ratten hungrig sind. Das letzte Mal habe ich aber das hier genommen, das werde ich auch wieder machen, weil ich möchte gerne, dass er überlebt. Vielleicht finde ich ein Bestechungsmittel für Sie, Sokolov. Eine merkwürdige Strategie. Mit der ich einverstanden bin. So. Und das ist ja relativ einfach. Es wird uns ja gesagt, dass wir zu Piero gehen sollen. Mir ist nämlich mal aufgefallen, dieses Spiel ist grandios. So, aber erstmal zu... Ach, weißt du was? Ich glaube, ich werde das meiste erzählen müssen, wenn wir nachher in der Mission sind, weil... Hier ist gerade so viel zu tun. Dass Sokolov praktisch süchtig ist nach einem seltenen Likör namens King Street Brandy. Er schmeckt abscheulich. Aber zufällig besitze ich eine Flasche. Es widerstrebt mir nur, sie Ihnen für Sokolov zu geben. Sie war nicht billig. Ein teures Getränk. Das hatte ich nicht so. Eine Mischung aus seltenen pandysianischen Gewürzen und einem Tropfen Walöl. Ja, komm. Würden Sie sie vielleicht kaufen wollen? Allerdings, wir sind reich. Sokolov ist ein möglicher Verbündeter, ich nehme den Brandy. Behalten Sie den Brandy, es gibt andere Wege, die Zunge eines Mannes zu lockern. Aber natürlich kaufen wir ihn. Ach ja, Schleichschuhe haben wir jetzt den Bauplan gefunden. Und ich glaube, das ist auch erstmal Betäubungsbolzen, wollen wir auch auffüllen.
Hatte ich ja in der letzten Folge gesagt. Und die Schleichschuhe kaufen wir auch, weil das ist einfach die Methode, auf der wir spielen. Wir sind nicht die Killer und wir sind nicht die Mörder und keine Ahnung, also nicht die Haut-drauf-Typen, sondern wir sind mehr die Leute, die sich an den Wachen vorbeischleichen. Es gibt ein paar Änderungen jetzt immer innerhalb des Spiels, also auch in meiner Spielmethodik, denn es ärgert mich immer unheimlich, wenn wir es verkacken und das letzte Mal lief es ja ganz gut, also ich möchte gerne die Leute am Leben lassen. Dieses Spiel ist großartig, so wie es ist. Überlasse ich Ihnen. Aber wenn Sie die Befragung... Ich könnte einen Drink vertragen. Ja. Ich habe hier eine Flasche King Street für Sie. Ich würde gerne mal zu dem kommen, was ich gerne erzählen möchte. Das machen wir in der... Ich dachte nicht, dass es noch welchen gäbe. Ein außerordentliches Geschenk. Ich habe es mit Männern mit Geschmack zu tun. So viel kann ich Ihnen sagen. Sie wurde immer Lady Boyle genannt. Ich habe sie gemalt, aber sah weder ihr Gesicht noch hörte ich ihren Vornamen. Sehen Sie, denn ich malte eine Rückenansicht. Sie ist dennoch ein wirklich unglaublicher Anblick. Aber ich weiß nicht, welche Schwester sie ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Was? Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boys sind reich und skrupellos. Ihr Haus wird gut bewacht sein. Natürlich haben Sie schon eine Maske, nicht wahr, Corvo? Er hat recht. Sie könnten sich unter sie mischen, wenn sie einmal drin sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen gemeinsame Sache mit dem Lordregenten macht. Töten Sie sie. Wir sind fast am Ziel. Wenn Sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten besiegen und Emily einsetzen. Das Schicksal sei mit Ihnen. Ich schwöre, ich habe Ihr Gesicht nie gesehen. Aber ich bürge, hier oben war ich noch nicht, ne? Dass Ihr Rücken der feinste der ganzen Stadt ist. Vielleicht des ganzen Kaiserreichs. Nee, also pass auf, ich habe mir auch vorgenommen, immer sehr strikt jetzt mich daran zu halten, immer nur eine halbe Stunde zu machen, weil ich darum gebeten wurde. Du kannst mir gerne mal sagen, was du davon hältst, unten in den Kommentaren, weil einige der Abonnenten haben gesagt, dass sie es schon vorziehen, wenn ich nicht ganz so lange Folgen mache. Wie ich höre, sind sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn, ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Okay. Ich wusste, dass Sokolov uns sagt, was wir wissen wollten. Er mochte den Lordregenten noch nie. Waren Sie mal in einer Seeschlacht? Aber natürlich. Haben Sie Piraten gesehen? Welche versenkt? Selbstverständlich. Dutzende, oh ja. Aber das ist nichts für junge Mädchen. Aber ich werde Kaiserin werden, oder? Dann muss ich selbst viele feindliche Schiffe versenken. Das machen Kaiserinnen doch, oder? Gewiss. Ich wusste es. Ich habe gelesen, dass Piraten Hexen an Bord haben, die Stürme beschwören und Wale befehligen können. Stimmt das? Ja. Nun, größtenteils. Lassen wir das jetzt. Na gut. Nun. In der Golden Cat sah alles so schick aus. War irgendwie anders schick als im Palast. Ja. Madame Prudence sagte, dass die Damen dort Prinzessinnen wären und die Männer kämen, um sie zu bewundern. Ach, das ist ja süß. Vielleicht sollte man eine Regentin eher darauf... nee, sie ist ein Kind. Wie alt wird die sein? 8, 9, vielleicht 11? Ich weiß es nicht. Okay, wir starten in die Mission und dann komme ich... Der Maskenball der Boyles, wie? Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Ja, und dann komme ich endlich mal zum Reden. Ja, bringen Sie mich zum Boyle-Anwesen, Samuel. Wir haben ja alles gekauft. Mehr brauchen wir nicht. Ich lasse ihn noch reden. Meine Güte, der Lordregent legt sich für die Boyles ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich.
besser ihr als ich, finde ich gut. So, das erste, was wir tun werden, ist uns die verschiedenen Artefakte zu holen. Die habe ich nämlich alle schon einmal abgegrast. Wie gesagt, in der letzten Aufnahmesession. Was mir andere Abonnenten gesagt haben, war, dass sie es vorziehen würden, wenn ich nicht ganz so lange Folgen mache, weil das, wenn sie schon sehen, dass es über eine Stunde geht, häufig haben sie gar nicht die Zeit dazu, sich das anzusehen und entscheiden dann eher nicht einzuschalten. Was ich natürlich schade finde, weil mal so eine halbe Stunde oder oder 20 Minuten sich anzugucken, ist halt nicht so eine große zeitliche Herausforderung für viele wie eine Stunde oder keine Ahnung. Weißt schon, was ich meine? So, ich schaffen wir hier rüben. Ich weiß halt hier jetzt schon einiges, das ist halt so das Ding. So, sie bleibt da stehen, das ist gut. Das sind die Weiner, glaube ich, ne? Zumindest sind die ziemlich krank. Ja, das sind Weiner. Nehmen wir gleich mit. Jetzt hier schlafen. Ich will mich hier nicht zeigen. Geh doch mal weg, ich will hier an den Schrein. Vor allen Dingen will ich an sie jetzt auch nicht gleich was verschwenden. Ich will das Spiel so spielen, das habe ich glaube ich in der früheren Aufnahmesession schon mal gesagt, dass ich möglichst viele Leute am Leben lassen möchte. Ach, guck mal, Tagebuch der Lumpengräfin. Ah, ich komme hier echt nicht zum Reden. Ich kann ihm nicht trauen. Man kann nicht lieben, wenn man ihm nicht vertraut. Das ist das Lied, das die Vögelchen singen, wenn es kalt wird und das schlechte Wetter sie aus ihren niedlichen, selbstgebauten Häusern vertreibt. Niedliche Häuser, ruiniert, nutzlos. Deswegen hassen die Vögelchen das Wetter, das sie betrogen hat. Sie ziehen los, um nach neuen Häusern zu suchen, die nicht so kalt und düster, düster, düster sind. Ich ziehe auch los. Meine Reisetasche ist gepackt. So düster, wohin man nur schaut. Ich kann es nicht mehr ertragen. Der hat doch einen an der Waffel, die Alte. Würdest du bitte gehen? Guten Tag. Guten Tag. Na also. Ich schalte die mal besser aus, oder? Wer weiß, ob die zurückkommt. Sonst. Komm her. Leg mal hier ab. Gut. Bisschen Kohle gibt's auch noch. Ja, also das ist der Grund, weswegen ich mich in Zukunft strikt an eine halbe Stunde halten werde. Ich würde 20 Minuten machen, aber das fände ich ein bisschen wenig für Dishonored, weil es eben auch ein Rollenspiel ist und weil es ein Stealth-Game ist. Wir haben hier ein Knochenartefakt und wir haben hier halt immer so viel zu tun und müssen so lange warten, dass es einfach, weiß nicht, die Folge wäre ja jetzt schon vorbei. Wir haben ja kaum was erlebt. You wanted me to decide. You asked me to do it. There's a hole in the world. Also, du wolltest, dass ich mich entscheide, du hast mich gefragt, dass ich es tue, und da ist ein Loch in der Welt. Unterwegs zu einer Feier, Corvo? Davon hast du also geträumt? All die Monate im Gefängnis von Coldridge, während du auf den Henker gewartet hast? Reichtum, schöne Frauen in der neuesten Mode, Gelächter und tivianischer Wein, und dann die Gastgeberin Lady Boyle. Ich sehe all ihre Tage. Und weiß, entweder stirbt sie heute durch deine Hand, oder sie verbringt Tage, Monate und Jahre fernab, während ihre feine Kleidung zu Lumpen zerfällt und ihr seidiges Haar stumpf und grau wird. Die halbe Stadt sieht den Lichtschein der Feier und träumt von ihren Köstlichkeiten.
wirst du das alles zerstören? So oder so, es wird Lady Boyles letzte Feier. Ja, wir werden sehen. Wo war ich denn jetzt eben? Ich wollte auf jeden Fall noch erzählen, weißt du, das Schlimme ist, ich habe das meiste von dem, was ich dir gerade erzähle, ja schon erzählt. Deshalb komme ich manchmal ein bisschen durcheinander mit dem, was ich schon erzählt habe und was ich noch erzählen wollte. Also, 20 Minuten finde ich zu wenig für Dishonored. Deshalb mache ich auf jeden Fall eine halbe Stunde. Sind wir hier richtig? Ja. Aber ich sollte nicht so lange unter Wasser bleiben. Da vorne ist nämlich schon die nächste Rune, das wusste ich noch aus der letzten Aufnahmesession. Die sollten wir vielleicht auch mal vergeben, oder? Kann das sein? Ich glaube, die beste Wahl ist jetzt hier nach oben zu gehen. Da irgendwie hoch? Nein. Okay. Was ich an dem Spiel total faszinierend finde, ist, dass wir hier Nebenmissionen machen, ohne zu merken, dass wir Nebenmissionen machen. Denn diese ganzen Leute, die wir retten und diese ganzen Menschen, denen wir immer helfen, das sind ja Nebenmissionen, die wir erfüllen. So, neutrales Gebiet, sehr schön. Und es ist nicht wie in anderen Spielen. So. Eine Einladung. Matty, jagen Sie ihr nicht hinterher. Sie wissen nicht, was in diesem Gebäude ist. Oh, Sie. Kein Ort ist mehr sicher. Ja, wie praktisch. Man bekommt gleich eine Einladung entgegengeschmissen. Und wir müssen raten. Noch eine Ihrer exzentrischen Ideen. Uns bleibt wohl keine Wahl, als mitzuspielen. Das wird brillant. Das wird sicher unfassbar langweilig. Wenn ihr keinen Spaß haben wollt, solltet ihr besser nach Hause gehen. Wenn wir erst den Wein haben, werde ich schon damit klarkommen. Harold ist stolz darauf, schwierig zu sein. Ihr stolz darauf seid, umgänglich zu sein? Sollen wir hineingehen? Emma bestand darauf, uns vor dem Eingang zu treffen. Ich werde mir von der Warterei noch die Seuche holen und sterben. Das würde ihr sicher gefallen. Warum wartet ihr nicht hier wie ein echter Gentleman, während wir hineingehen und uns über Emmas Stil lustig machen? Welchen Stil? Ich bin schließlich kein Gentleman, deswegen könnt ihr es auch hier machen. Man muss sie schon bemitleiden. Sie ist nur hier, um Almosen zu ergattern. Sie muss verzweifelt sein. Wann haben die Boyles jemals etwas verschenkt? Vielleicht hofft sie, das Spiel zu gewinnen. Das Leben wäre ohne diesen Tratsch sterbenslangweilig. Wir sterben vermutlich schon beim Warten auf Emma. Darauf trinke ich. Worauf genau? Alles. Verdammt, ich will ein Glas Wein. Guck dir mal diese Maske an. Das ist ein Baby, was irgendwie über den Kopf aufgehängt ist, mit Ketten zusammengebunden und der Kopf total verdreht. Das ist irgendwie ein bisschen pervers, oder? Voll krass. So, ich quatsch die nochmal an. Was für eine scheußliche Maske. Wo kann ich so eine bekommen? Hast du dich mal angeguckt? Freuen Sie sich schon auf die Feier? Geht. Pendleton, sind Sie es? Vielleicht. Ihre Einladung, bitte. Ja, bitteschön, hier ist meine Einladung. Immer hier entlang, Sir. Vielen Dank. Stets erfreut. Achso, ich habe das Spiel ein bisschen heller gestellt, weil ich hatte mich ursprünglich an die Vorgaben von Bethesda gehalten, aber mir ist bei Doom aufgefallen, was ich ja mittlerweile auch angefangen habe, dass man sich nicht darauf verlassen sollte. Kranker Typ. Hallo? Können die mal aufhören, mich zu beleidigen hier alle? Lass mich mal mit ihr hier reingehen. Ey. Da. Hier gibt es nämlich noch einen Bauplan. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Daran habe ich nie gezweifelt. So, ich glaube, das war's hier. Warte mal. Ich
glaube, es ist eine gute Wahl. Schlüssel zum Torhaus. Schon wieder so ein Spiel. Die waren früher... Was für eine schräge Maske. Wer hat die gemacht? Sie sieht genau aus wie auf den Steckbriefen. Ich hab die jetzt den nicht ganzen Abend überschatten. Ich werde mich lieber amüsieren gehen. Okay. Das letzte Mal haben die ein bisschen mehr erzählt. Ein paar Hinweise so, was man hier machen muss und solche Sachen. Das Erste, was ich jetzt tun werde... Wunder dich nicht, dass ich das alles schon weiß. Ich hab's halt rausgefunden. Entschuldigung. Ich werde hier natürlich erstmal hochgehen und... Das ist jetzt halt ein bisschen doof, dass ich durch viele Fehler, die ich gemacht habe, schon viele Wege herausgefunden habe. Aber auf der anderen Seite, diese Mission ist echt nicht leicht. Und wie gesagt, ich habe seit 3 Monaten das Spiel nicht mehr gespielt. Und was ich in Zukunft machen werde, auch wenn ich in der ersten Folge gesagt habe, dass ich das immer so machen werde, wenn wir irgendwas verkacken, dass ich das dann auch wirklich so durchziehen werde. Es ist teilweise hier nicht mehr zu machen, wenn man einigermaßen irgendwie Story mitbekommen will von dem Spiel. Und man muss ja auch dazu sagen, dass solche Stealth-Games schon so aufgebaut sind, dass... Wo sind wir hier? Solche Stealth-Games sind schon so aufgebaut, dass man es teilweise wirklich mehrmals versuchen muss, um den coolen Weg zu finden. Weißt du, was ich sagen will? Also... Die Herausforderung ist ja, dass man durch Probieren und Misserfolge herausfindet, wie es wirklich funktioniert in dem Spiel. Und deshalb ist es ja auch ein Spiel, das man eben nochmal neu laden kann. Und in Zukunft, wenn ich irgendwas wirklich schlecht machen sollte und dadurch die Mission total kaputt mache, werde ich es wahrscheinlich so machen, dass wir an einen Speicherpunkt zurückkehren, wo es einfach einfacher war, sag ich mal. Sorry dafür, dass... Also ich hatte von einem meiner Abonnenten mal ein Lob dafür bekommen, dass ich wirklich das eisenhart so durchziehe, dass wenn ich es nicht schaffe oder irgendwas irgendwie entdeckt werde, dass ich dann halt so weiterspiele. Aber die Missionen werden teilweise unspielbar mittlerweile. Es sei denn, du bringst alle um und darauf sind wir absolut nicht geskillt. Hier ist Lord Shaw. Das werde ich noch mit ihm abschließen. Und ich werde es auch so machen, auch wenn ich weiß, wie es ausgeht, wie ich es das letzte Mal gemacht habe. So viel... Ja, das mache ich. Und danach beenden wir die Folge. Das ist eine Notiz von Lord Trevor Pendleton. Pendleton? Was hat er mir zu sagen? Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Es geht. Eigentlich bezahlt er mich nicht. Es ist verdammt kalt heute Abend. Beeilung. Schauen wir, was Sie können. Ich wusste schon bei der Kiste, was da kommt. Lord Pendletons Vertreter wird seine Waffe wählen. Es war so klar. Also, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich auch gedacht, ey, das kann nicht wahr sein. Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis 3 gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Verzeihung, mein Lord. Wir fahren fort. Was mir gerade auffällt, dieser Shaw ist ja auch noch der Herausgeforderte, nicht mal der, der herausgefordert hat. Halt! Bleiben Sie da stehen. 3, 2, 1. Ich wollte ihm doch nur ins Bein schießen. Und das ist noch ein toter Gast. Was machen wir jetzt? Es ist doch gut, dass wir gefragt sind. Ich hörte, dass die Estermonts sehr gut zahlen. Fragen wir heute besser nicht. Vielleicht finden wir ja irgendwo etwas Brandy. Die Boyles können alleine aufräumen. Also was man ja echt mal dazu sagen muss, diese Ehrenduelle liefen früher gar nicht so ab. Ich brauche jetzt erstmal ein Aprikosentellchen danach, ey. Wieder in das Licht geführt von dem Adligen. Diese Ehrenduelle liefen ja früher gar nicht so ab. Das war ja eigentlich so, dass es bis zum ersten Blutvergießen war.
Also wenn ein kleiner Kratzer irgendwo war, wenn jemand angeschossen wurde oder irgendwas in der Richtung, wenn die sich gegenseitig umgebracht haben, dann war das eher ein Versehen. Die Duelle waren zwar irgendwann verboten, genau aus dem Grund, weil eben Leute dabei gestorben sind, aber im Grunde war es nie die Absicht, seinen Kontrahenten zu töten. Das muss man echt mal dazu sagen. Deshalb habe ich auch versucht, ihm ins Bein zu schießen. Und wir werden in der nächsten Folge erfahren, was uns hier erwartet. Denn ja, die Mission hat es in sich. Wir werden es sehen. Also, und dann erzähle ich auch noch ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, was ich alles schon erzählt habe und was ich alles noch sagen wollte, aber wir werden, ja, wir unterhalten uns dann noch. Ich sage jetzt einfach mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib so cool, wie du bist. Ich bleib auch so cool, wie ich bin. Und sage bis dahin, ciao. Give me that profile. Hier ist wieder Quintus und ich sage, welcome back to Doom. Ich liebe ja diese Glory-Kill-Funktion, ne? Warum haben andere Spiele sowas nicht? Warum, Dishonored, warum hast du das nicht? Da bleibt dir der Mund offen stehen.